Boah, krass. Herzlich willkommen zu einem neuen Reality-Check von Bergmensch. Wir sind hier am Dovelsee, der bekannt ist für seine rote Färbung, und wir checken für euch ab, ob die Farbe vom See wirklich rot ist. Es ist Zeit für einen Bergmensch Reality Check. Wir zeigen euch die ungefilterte Wahrheit hinter den beliebtesten Instagram-Posts. Bergmensch Reality Check. Wir sind jetzt angekommen am Parkplatz Nummer 4 hier am Dovelsee. Man sieht schon, im Hintergrund sind sehr, sehr viele Leute. Und das liegt wahrscheinlich an der roten Farbe, das werden wir später noch herausfinden. Die Parkplatzgebühren liegen bei 8 Euro und für das Shuttle bezahlt man immer noch 3 Euro pro Kopf. Wenn man sich die 3 Euro für das Shuttle sparen möchte, kann man auch zu Fuß gehen oder man kann im Internet den Parkplatz buchen, den Parkplatz Nummer 5, da kann man direkt am See parken. Ja, alle 20 Minuten startet vom Parkplatz Dovel ein Shuttlebus direkt zum See. Und jetzt sind wir auch schon angekommen, also es waren wirklich nur 5 Minuten Fahrt. So, und jetzt das Ganze ohne Filter. Wie ihr seht im Hintergrund, der See ist leider nicht rot, aber er war mal rot, nämlich bis Mitte der 1960er Jahren. Und es lag an einer Algenart, die den See im Sommer rötlich gefärbt hat. Der See ist jedoch noch wegen der roten Farbe bekannt und die Leute kommen hierher. Er ist auch so jetzt richtig schön. Der Dovelsee, Lago di Dovel, ist der größte natürliche See hier im Trentino-Tal, in den Brenta-Dolomiten, Val di Non. Wir befinden uns hier auf 1180 Meter Höhe. Der See ist ungefähr einen Kilometer lang, 500 Meter breit und die maximale Tiefe beträgt 38,5 Meter. Die Umrundung des Sees, also die Wanderung, dauert ungefähr 1,5 Stunden und kann man auch gemütlich mit Kinderwagen machen. Achtung Bären! Denn zwischen 1999 und 2002 wurde hier der Braunbär wieder angesiedelt und in den letzten Jahren wurde hier in der Region des Öfteren wieder von Bärenbegegnungen berichtet. Wir sind heute Gott sei Dank noch keinem Bär begegnet, aber wer weiß, das Video ist ja noch nicht zu Ende. Hier am Dovelsee kann man nicht nur den See umrunden, man kann hier vor allem auch andere Routen bewandern, wie zum Beispiel diverse Almenhütten oder einfach gemütliche Touren in den Brenta-Dolomiten machen. Hier am Ufer des Dovelsees kommt man direkt zur Casa del Parco Lago Rosso, das auf Deutsch bedeutet Haus des Parkes des Roten Sees. Es ist mittlerweile ein Besucherzentrum für Touristen, frei zugänglich, und es ist auch der Rotfärbung des Sees gewidmet. Und man kann hier eben die Ausstellung sich anschauen, und das Haus dient zudem für weitere wissenschaftliche Forschungen hier in der Region. Um dieses außergewöhnliche Phänomen zu erklären, entstanden mysteriöse Geschichten und Legenden wie die der Königin Tresenga. Es gab kein männliches Erbe im Gebiet um den Dovelsee, nur eine Tochter, Tresenga, hinterblieb dem Reich. Ein fremder Oberhaupt wollte Tresenga heiraten und den Thron besteigen. Sie wollte das nicht, um das Volk vor seinen willkürlichen Taten zu beschützen. Deshalb erklärte er dem Reich von Tresenga den Krieg. Die Schlacht fand am Dovelsee statt, welche er auch gewann. Das Blut der Krieger und auch das von Tresenga floss in den See. Daher wird der See einmal im Jahr rot, was an diese Schlacht erinnert. So Leute, das war's wieder mal von unserem Reality-Check. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das war heute Premiere, das war der erste Reality-Check, der leider nicht bestanden hat. Nichtsdestotrotz, der Dovelsee ist wunderschön und es zahlt sich auf jeden Fall aus, hier vorbeizuschauen. Was uns noch interessieren würde, ist Folgendes. Wer war schon mal hier bis zu den 60er Jahren und hat den See noch mit seiner roten Färbung erlebt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich verabschiede mich in diesem Sinne. Und wie immer, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und in die Kommentare zu schreiben, ob euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal.